Hier in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie man in Photoshop mit dem hier mit diesem Rechteckwerkzeug bzw. mit dem Ellipsenwerkzeug doch durchaus interessante Formen und ja, vielleicht sogar ein paar Grafiken und so weiter erstellen kann. Eins gleich vorweg, Photoshop ist nicht das Grafikprogramm schlechthin, funktioniert aber ganz gut. Ich werde jetzt da probieren mit dir gemeinsam ein kleines Objekt zu malen bzw. einen Pfad zu erstellen. Probieren wir es aus. Man sieht gleich, was wird das. Ich erstelle hier mal mit dem Rechteckwerkzeug, ja, so ungefähr in dieser Größe mal ein Rechteck. Ich habe diese Live-Form-Eigenschaften. Dazu gibt es ein anderes Video, wo ich dir zeige, wie du immer wieder da hineinkommst. Mache das mal in der Farbe Weiß, das ist in Ordnung. Eine Kontur mit der Farbe Schwarz. Ungefähr, ja, würde ich mal sagen, das ist zu viel, circa in dieser Größe her. Die Kanten noch ordentlich abrunden. Ja, das sieht schon gut aus. Oder, nein, wir machen das gleich wie folgt, wir machen das Ganze gleich schwarz. Ich nenne das jetzt einmal, diese Ebene mal Körper. Mit STRG J dupliziere ich mir diese Ebene und bin hier noch immer in dieser Live-Form drinnen und kann jetzt da sagen, ich mache das hier mal kleiner. Wenn ich hier schon mit Pixel arbeite und so weiter, probiere ich ja auch gleich gerade Zahlen zu verwenden. Das heißt, beim Körper, mit A komme ich wieder in diese Form, Körper, verwende ich hier 1300 Pixel und die Höhe nehmen wir hier 2200. So, den Körper, das nenne ich hier mal die nächste Ebene, taufe ich Display. Sieht schon gut aus. Das Display mache ich hier in der Farbe Weiß. Halt, Farbe Weiß, genau. Und keine Kontur. Und nun gehe ich her, die erste Ebene war 1200 oder 1300. Ich würde mal sagen 1000 Pixel. Ein bisschen verschieben mit dem V-Werkzeug. Ja, dann Radius hier mache ich etwas größer. Das gefällt mir schon gut. Jetzt da gehe ich mal her und positioniere mir diese Ebenen mal neu. Das heißt, ich wähle mir jetzt den Körper aus, den Display aus und auch gleich die Hintergrundebene aus. Wechsle hier mit V auf das Verschieben-Werkzeug und habe hier oben diese Buttons hier mit Zentrieren. Einmal vertikal und einmal horizontal. Oder umgekehrt. So, jetzt verschiebe ich mir den nach oben, die Display-Ebene. Ich kann jetzt da frei verschieben, STRG Z, oder eben mit gedrückter Umschalttaste nur nach oben, unten, oder gerade, nochmal neu klicken, nur nach links oder rechts. Es geht mit der Umschalttaste, dann fährt Photoshop nur mit diesen zwei Achsen dann hin und her. So, ich gehe wieder zurück. Ich rutsche hier mal ein Stück nach oben. Wähle mir diese Ebene nochmal aus. Das ist ein bisschen breiter. Drücke mit der STRG-Taste, wähle ich mir die Hintergrundebene mit aus. Gehe auf das Verschieben-Werkzeug und zentriere mir das wieder. Und Display machen wir in der Höhe. Ein bisschen kleiner. Ich nehme hier mal. Ja, die Proportionen lassen wir. So, wieder hier. Wunderbar. Gut, dann wähle ich jetzt da statt dem Rechteckwerkzeug hier das Ellipsenwerkzeug aus. Das Ellipsenwerkzeug macht mir, wie es schon sagt, eine Ellipse oder mit gedrückter Umschalttaste einen schönen Kreis. Diesen Kreis, STRG Z und nochmal STRG Z bis wir. Falsch zum Protokoll, bis wir hier wieder zukommen. Ich muss natürlich vorher eine neue Ebene machen. Wähle ich also dieses Ellipsenwerkzeug, ziehe hier mal einen Kreis auf und verschiebe mir den
mal circa hierher. Mit Steuerung-Taste, also die Ellipse, ich nenne das jetzt gleich Kreis, und die Hintergrundebene kann ich wieder gemeinsam mit dem Verschieben-Werkzeug kann ich hier wieder zentrieren. So, wenn das Verschieben-Werkzeug ausgewählt ist, kann ich hier pixelweise mit den Cursor-Tasten fahren oder mit Umschalttaste in 5 oder 10er Pixelschritten. Sieht ja ganz gut aus. Ich wähle hier die Farbe Schwarz für den Kreis. Eine Kontur würde ich einmal sagen, ganz fein in Weiß mit ca. 2 Pixel. Sieht schon gut aus. Ich gehe hier mal auf die 100% Ansicht. Er ist mir noch ein bisschen zu viel. Ein Pixel. Sehr gut. Ist hier der Kreis. Ich erstelle jetzt da wieder eine neue Ebene. Gehe jetzt da wieder auf das abgerundete Eckenwerkzeug und ziehe mir hier mit Umschalttaste ein Quadrat auf. Das Quadrat machen wir jetzt da in dem Fall wieder in der Farbe Schwarz, die Kontur mit Weiß. Die Stärke würde ich wieder mit 2 Pixeln mal probieren. Natürlich auch in Schwarz. Das war jetzt genau verkehrt herum. Wir brauchen natürlich die Ellipse oder die abgerundete Ecken. Ja, genau, so sieht es gut aus. Jetzt ist das abgerundete Rechteck, das lassen wir. Und mit der Steuerung-Taste wähle ich jetzt den Kreis mit aus, nehme das Verschieben-Werkzeug und zentriere mir jetzt da horizontal und vertikal. Jetzt sind wir hier genau mittig. Ich verschiebe jetzt das nochmal heraus zum Zeigen. Mit Steuerung-Taste wähle ich mir eine andere Ebene mit aus und setze mir das jetzt schön zentriert rein. Verschiebe hier die dritte Achse noch, wieder horizontal ausrichten. Und diese zwei Achsen setzen wir jetzt so circa rein. Speichern zwischendurch würde auch nicht schaden. Naja, so schnell kann es gehen, so schnell kann man einfache Formen oder einfache Objekte mit diesem abgerundeten Eckenwerkzeug oder Rechteckwerkzeug oder Ellipsenwerkzeug erstellen und eben das Ganze noch verfeinern in Kombination mit dem Lifeform-Werkzeug. Das Ganze sieht jetzt aber noch nicht wirklich plastisch aus. Das ist jetzt einfach ein Rechteck, ein Kreischen und so weiter auf einer weißen Fläche. Wirkt noch nicht wirklich gut. Wir können jetzt noch ein bisschen tricksen, indem wir dieser Hintergrundebene etwas Tiefe geben. Ich erstelle hierzu einen Verlauf von, was haben wir hier? Ja, das ist gut. Umkehren, etwas kleiner machen. Nochmal umkehren. Gefällt mir noch nicht so gut. Ich wähle hier alles, nichts Passendes dabei. Verlaufsfüllung, Doppelklick darauf. Sage mir hier, das wollte ich eigentlich. Diese Farbe soll sein Schwarz. Diese Farbe soll sein Weiß. Diese Farbe soll auch Weiß sein. So. Okay, skaliere das etwas größer, setze die Decke auf drunter. Doppelklick drauf, dann kann ich auch diesen Verlauf hier verschieben. Sieht schon sehr gut aus. Hier kann ich diese Ebenen hier mit STRG in einer Gruppe geben. Dafür das Handy, STRG-T. Kommt das Transformieren-Werkzeug. Mit Umschalt- und Alt-Taste kann ich das Ganze zentriert hier kleiner machen. Mit Enter bestätigen. Dupliziere hier mir diese Handy-Gruppe. Taufe die Handy-Spiegelung. Verschiebe mir hier die runter. Ja. STRG-T. Um 180 Grad drehen.
weil wir ein symmetrisches Objekt haben. Das gefällt mir auch. Noch einmal Steuerung T mit Steuerung Minus. Da kann man die Anzeige kleiner oder größer machen. Wähle hier rechte Maustaste perspektivisch. Ziehen wir das mal so raus. Ja, wunderbar. Dann reduziere ich hier die Deckkraft der Spiegelung und setze mir hier noch eine Maske drauf. Mit einem schwarzen Pinsel male ich das noch weg. Ja. Ah, ist etwas zu viel. Doppelklick auf die Maske, dann kann ich hier eine weichere Kante bestimmen und auch die Dichte der Maske etwas reduzieren. Sieht schon gut aus. Aber was ist so ein Handy oder ein Handy-Display, ohne dass es auch wirklich so aussieht? Zu diesem Zwecke gehe ich in diese Handy-Gruppe, wähle hier meinen Körper aus, dieser hier, mache einen Doppelklick darauf und wähle hier eine Verlaufsüberlagerung, Deckkraft normal, Linear Radial. Reflektiert, mal sehen, wo wir sind. Nehme ich mal schrille, bunte Farben. Genau, und wir sind hier im falschen. So, wir müssen das hier machen, im Display. Verlaufsüberlagerung optimal. Es gibt wieder keinen passenden Verlauf für mich. Diesen ziehen wir weg. Diesen weiß, wunderbar, es wird den Winkel noch ein bisschen geändert. So hier umkehren. Ja, das gefällt mir gut. Ziehen wir jetzt hier runter. Ja, so sieht das meistens in den Prospekten aus. Und diese Verlaufsüberlagerung ist jetzt doch zu dominant. Die gehen wir noch weiter runter mit der Deckkraft. Okay. Ja, und jetzt werden wir noch auf dem Körper diese Verlaufsüberlagerung Ebenenstil kopieren. Rechte Maustaste Ebenenstil einfügen. Das ist schon mal gut. Warum wieder ein Display nicht? Ah. Dieser Körper hat hier noch ein paar falsche Eigenschaften. Und zwar brauchen wir hier keine Kontur. Genau so ist das. Jetzt können wir das wieder einblenden. Ja, und sieht doch schon viel besser aus. Wenn ich jetzt da zum Beispiel auf diesem Display noch etwas oben haben will, irgendeine Grafik oder eine Anzeige, wie auch immer, basteln wir mal schnell was. Ich mache eine neue Ebene. Wenn ich hier auf diesem Display noch etwas oben haben möchte, ich habe hier ein Beispielbild, ziehe ich mir das hier rein, und zwar über die Ebene des Displays, und mit der Alt-Taste kann ich jetzt dazwischen diese Ebene 1, das nenne ich jetzt einmal Display-Inhalt. Ich klicke jetzt dazwischen Display-Inhalt und Display mit gedrückter Alt-Taste hier drauf und schon befindet sich dieses Objekt nur auf der Displayfläche. Kann jetzt darauf auch verschieben. Das geben wir hier her. So. Wenn ich das hier natürlich auch habe, muss das Ganze natürlich auch in der Spiegelung unten auch drinnen sein. Das heißt, ich klicke hier mit dem Verschieben-Werkzeug auf den Displayinhalt. Aber keinen Doppelklick, Einfachklick. Ziehe den hier rauf. Und siehe da, er verschiebt mir diese Ebene. Steuerung Z, das will ich auch nicht. Rechte Maustaste, Ebene duplizieren. Okay. Und jetzt kann ich sie mir hier raufziehen auf dem Display. Klicke wieder mit Alt-Taste hier rein. Verschiebe mir dieses Objekt. Und transformiere es. Falsch, Steuerung T um 180 Grad drehen. Dann noch spiegeln, dass es hier rüber passt. Jetzt achte ich hier, dass der obere Punkt und der untere Punkt gleich sind. Also hier dieser
Übergang. Naja, und schon ist unsere einfache Grafik fertig. Viel Spaß beim Probieren, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal, euer Maxl. Ciao.